Hi, willkommen, mein Name ist Aniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Zestiria. In der letzten Folge haben wir Marlind wieder betreten, um Lukas von seinem Dienst zu entbinden. Dann wurden wir von der Assassinen nicht angegriffen, aber die hat uns gelauscht und wollte fragen, warum wir schon wieder abhauen. Dann ist Alicia abgehauen, yay. Und dann gibt's ja auch noch Krieg. Ja, also eine Menge ist passiert im letzten Part. Und ja, wir müssen eben auch die Dorfbewohner informieren. Ich kann das Gebiet nicht verlassen, so ein Dreck. Das heißt, ich konnte nicht trainieren, ja. So ein Dreck. Und ja. Jedenfalls, Skit. Also schaut mal dran. Gucken wir uns das einfach an. ネタしたものが同じだったのです。自ら望んで王族の責務を果たそうとし、思うように言っていないアリーシャと強いられ、望んでもいない騎士となり、功績を上げ尊敬を集めているマルトランか、うまくいかないこともあるだろうな。そう感じているかもね。その二人も。おお、noch eins。Danke, Herr Scheißlandes。 スレイさんたちに詳しく説明しておいた方が良いでしょうか。こういうのは自分で考えないと。いつまで経っても音部に抱っこになるわよ。と言っても影響のあるエリアが決まっていることとか、敵を倒していくと恩恵が増えるとか、欲しいスキルがある時はノルミンさんに協力を頼むと敵から入手しやすくなるとか。恩恵が増えるほど有効にできる恩恵の幅も増えるってことを知っておけば十分でしょう。 Okay. Na, die haben es ja sehr gut erklärt, finde ich gut. So, wir haben noch, ich weiß nicht, eine Nebenquest, nehme ich mal an, offen. Im Heiligtum hat dieser Nave-Typ ja einen Iris-Stein oder irgendwie sowas platziert und wir wollten den... Hallo? Rezis, hast du noch Ausrüstung mit offener Fertigkeit? Ich kann sie nett und hübsch herrichten. Ja, super. Art Verteidigung. Angriff, Verteidigung. Rüstungen vielleicht. Ja, mal die von Sorey, oder? Angriff, Angriff. Mal den bei ihnen. Nehmen wir ihn. Damit ist dir erst einmal geholfen. Wenn du mehr brauchst, dann rufen mich zum Herrscher des Landes. So, 5 Stück haben wir jetzt, glaube ich, ne? So. Gehen wir mal da gucken. Gut, dass uns unser Weg nochmal hierhin verschlagen hat. So. Darf ich mal prüfen? Grüner Irisstein. Ah, und die mächtige Armee von Rolenz bereitet sich darauf vor, in den Krieg zu ziehen. Die Soldaten jubeln ihren General zu. Was? Ach ja, diese Dinger geben so komische Visionen, oder? Okay. Kommt ein bisschen spät die Vision, weil wir wissen ja schon, dass die angreifen. Aber okay. Tja, da ist irgendwie der König von Rolais. きっと将軍だ。軍曹からするとローランスですね。いつ頃のものかは分かりませんが。まさに英雄って感じだったな。けど、どういう意味があるんだろう。歴史的にはよくある場面だと思うけど。続きを見ることができれば分かるんじゃないでしょうか。あるのかな。続きも。分からないけど探してみよう。隠された歴史だとしたらワクワクするしな。Okay.
Also ist halt nicht vor kurzem erst passiert, das ist irgendwann mal passiert, oder? Wie darf ich jetzt das verstehen? Nee. So immer es war, wir haben es erledigt. 131 Grad, sehr gut. Okay. Mehr gibt es, glaube ich, nicht zu erledigen. Ich noch mal mit dir reden. Ich habe den Edelstein genommen, der hast ja nichts dagegen, ne? Okay. So, dann machen wir hier weiter. So, was geht ab? Lukas, Müller, お願い。ブリフレットが越えた先まで避難しよう。 悔しいな。ようやく活気が戻ってきたこの街を見せるのか。大事なものははっきりしてる。かなわねえな。同志どもにはよ。やろう。住民を連れて下のグリフレットガーまで避難する。そのつもりで準備しろ。ありがとう、ルーカス。同志もしっかり準備しとけ。 Für diese eine Szene konnte ich jetzt nicht raus, ey. Boah. Weiß nicht. Ja, komm, mach. Ja, ich komme jetzt wieder zum Tor zu rennen, nur um zu hören, ja, wir müssen ja noch was erledigen. Aber ich nehme an, man konnte wahrscheinlich hier raus, weil wenn jetzt ein Kampf kommt und wir nicht ein hohes Level sind, dann kann ich ja nichts dran ändern. ランドン師団長殿、同志にご用でこの戦列か。貴様は小立の傭兵団ルーカスだな。ちょうどいい。貴様も聞け。アリーシャ殿下の件だ。アリーシャ殿下の同志を利用した国政の悪評のルフと、ローランス帝国進軍を手引きした疑いにより、その身を拘束した。ハリーシャはそんなことしてない。間違いだ。 俺は逮捕ではなく容疑だ。同志。なんだかこの雪が怪しくなってきたわね。同志スレイが力を、この戦に勝利をもたらせば、その容疑も晴れるであろう。バカな。スレイさん、受け入れましょう。いや、this is fine, okay。仕方ないかもね。 もしこのままアリーシャが命を落としたら、はい、スレイさんは自らを責めてしまうでしょう。そうなるといくらスレイでも汚れと結びついてしまうかもしれない。そう言いたいなら、汚れた同士は戦争なんかと比べ物にならないほど世界を悪い方向へと誘うわ。ほら、さっと行って、さっと終わらせよう。きっとなんとかなる。僕たちがついてる。 俺が戦えば、アリーシャを解放するんだ。勝利をもたらせばだ。俺たちも行くぜ。やっぱ、戦いもせずに逃げることはできねえ。俺たちには、数々の戦いデータ、誇りがある。よかろう。指揮官は私だ。それを忘れるな。では、同志、戦場で待っている。 なに？俺たちがいれば同志の出番なんかないって。スレイさん、顔を上げてください。さっき言ったよな。僕たちがついてる。馬鹿正直に戦争に付き合うことはないわ。
Irgendwie andauernd gesagt, was ich tun soll, ne? Hallöchen, pass auf, jetzt sind ein paar Assassine hier rumlaufen, ne? Ja, glaube ich auch. アリサ殿下のことは俺たちみんなが濡れ衣だって分かってる。これからレディレイクに行って直談判してみるさ。うん。評議会もさすがにこれだけの民の声を黙殺はできんじゃろうて。だから安心して行っといで。必ず帰ってきてね。うん。待っておりますぞ。ありがとうみんな。行ってくれよ。 Nur lebend ist eine andere Sache. Der Weg des Hirten ist steinig und schwer. それじゃ同士が汚れないよって。針の穴を通すようなものってことじゃないか。それが人と関わるということ。そして、それが同士の道なのですが、アリーシャのことパーッと忘れちゃえば簡単なのにね。できるわけない。わかってる。だからあの子は同士なんてやってるんでしょ。覚悟を決めなきゃってことだな。僕も。 ああ、ライラさん、エッナス、フェチ会のレクション、グンラーグン。本日はボーナススキルのヘルムについて。ユニオンが縦並びだとすると、横並びですわね。ユニオンと違って、2個以上並べるだけで発現するわ。連続して並んでないとダメよ。グループが10あるってことは、2個から10個もね。そう。何個並べたか。マイコフ、ラウクテッション。逆に同じ効果を重複させることもできるわよ。 例えば、無属性スキルのアタックとランページを2つずつセットすると、エルム2が2個発現して、無属性ダメージ20%軽減。さらに、2個発現することになります。いざもなったらゾカピアン。ここに3つ目の無属性スキル、ブラッディを1つつけると、エルム3が発現しますが、エルム2が2つとも消えてしまいます。 エルムは連結数が優先されて、その最低のセット数で発現されるってことか。そう。ボーナススキルは基本的にメリットだけど。マイゴッド、マイン・シュトゥールね。なんか、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 な
Im Heiligtum. Vielleicht gibt es da ein paar Sachen, die ich erledigen kann. Das geht's oder irgendwie sowas. Außerdem kann die Musik mal ruhig aufhören. Ja, wir waren schon lange nicht mehr hier, fällt mir auf. Vielleicht gibt es ja hier was zu erledigen. Ich möchte den Part jetzt sowieso beenden. Ich möchte auch Screen trainieren, damit wir im nächsten Part wieder ein Level höher sind. Haben schon nicht mal eine einzige Nebenquest oder so ist hier. Ehrlich, warum nicht? Haben schon irgendwo. Ich gehe mal zu Alishas Haus oder Villa. Schloss, ihr wisst schon. Ich komme ja auch direkt hier was machen. Aber hier gibt es anscheinend nichts. Auch Menno. Vor allem trainieren wird jetzt nicht mehr so einfach. Glaube ich. Weil ich kann jetzt wieder nur mit zwei Charakteren kämpfen. Yay. Kann ich immer noch nicht öffnen, ne? Mit Alisha kann ich nicht reden anscheinend. Hieß nirgendwo. Okay. Ja, es ist jetzt nicht viel passiert jetzt in den letzten Minuten. Finde ich jetzt. Hallo? Tun die neue respawnen? Da habe ich das nicht gefunden. Keine Ahnung. Sind ja noch Skits oder so. Mal schauen. Ja, ich schaden ja noch mal loszugehen. Da hat sich irgendwie eine Quest oder so. Und dann habe ich den Salat. Nee. Aber anscheinend nicht. Ja. Meinen Shop Level noch ein bisschen erhöhen. Oh, hallo, hier ist doch noch was. Ein Geist im verlassenen Dorf Kilf. Es erhöhen sich Kaufleute, aber soweit ich mich erinnere, wurde das Dorf im Nordosten vor etlichen Jahren von einem Banditenband ausgelöscht. Gegen Banditen kann man wenigstens etwas tun, aber Geister, das ist eine ganz andere Geschichte. Stimmt, wir können ja noch Dingens. Warte mal, Speicher, ich brauche einen Speicherpunkt. Wir müssen ja noch im Wald gehen, in den Bossruinen, um so einen Stein holen. Bossruinen. Weil da gibt's ja noch, wir haben ja irgendwie so eine Quest angenommen, also nicht Quest angenommen, aber wir haben so Informationen bekommen, dass da irgendwie so Steine geben soll. Wir sind jetzt direkt hier. Ich bringe das was. Ich glaube nicht. Nicht auch irgendwo notiert vielleicht. Das wäre sehr gut. Ich glaube nämlich nicht, dass wir die Quest hier annehmen konnten. Wenn ich hier irgendwie halt nicht finden könnten. Steht der? Das hätten wir halt ja später erst bekommen können. Also wie es aussieht, bis jetzt doch. Das ist eine Truhe zum Beispiel. Haben wir die nicht geöffnet? Dank des Lebens. Wap, geht weg. Und die Schatzrunde, die füllen sich ja auch wieder auf, ne? Durch den Segen. Jetzt noch mal hier das ganze Gebiet ab, ne? Ich nichts finde, da ist eine Truhe zum Beispiel wieder. Heiliger Trank. Eine schwarze Kugel oder so soll es doch hier geben. Butterplätzchen. Aber ist nirgendwo hier angezeigt.
War doch hier, oder? Da. Okay. Also immer ist, wir haben's. Hoffentlich. Und hoffentlich kommt dann nicht irgendwie ein Boss, der mich fertig macht. Ach, da ist wieder so eine Kugel. Roter Irisstein, Führer. Der Autor des Himmelsverzeichnisses gründet mit seiner Frau, seinem Kind und seinen Freunden ein Dorf. Kann man den sich auch immer wieder angucken. Lass mich raten, das ist Sorei in seinen, in ihren Armen, ne? ミクリオ、思ったんだけど、もしかしてあの人、同志だったりしないかな。同志が転勤文録を書いたとしたらいろいろ納得が。ミクリオ、あ、すまない。なんだって。いや、わざとね。珍しいな、ミクリオがぼーっとするなんて。略して、未亡ですわね。うまい。うまくない。大丈夫か？ Er weiß sowas von. Er weiß sowas von. Schon, was damit auf sich hat, ne? Na gut, gehen wir hier raus. Und beenden den Part. Mal wieder so ein Ding gefunden. Und. Als nächstes. Weiß ich nicht, spreche nochmal mit diesem Typen im Damensee. Was es da mit dem Banditen auf sich hat, das hat ja auch irgendwie, nehme ich mal an, einen Sinn. Also gucken wir da mal. Warum kommt jetzt diese Musik hier? Hör auf damit. Gut, dann würde ich sagen, ich beende die Partie. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Zestiria. Ich bedanke mich alle fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.